Okay, da ist er nix. Wir haben so die Befürchtung, ja, dass da oben noch einer liegt. Dass wir da hoch müssen. Da hinten ist noch einer. Alter, okay, manches entdeckt man wirklich nur. Hoppala! Ach so, den habe ich jetzt schon aufgekommen. Aber jetzt, wie viele Klischees wollen Sie bedienen? Level Brezel. Ja. Okay, ich habe meine 4 Sticker. Jetzt warte ich, bis der wieder Novi schaut und dann gehen wir da rüber. Ich hing fest, okay. Wir haben es geschafft. Hier sollte ich mich umschauen. Okay. Nur ein Sticker. Oder jetzt noch ein Sticker. Also für Sticker brauche ich doch Gold. Wird doch bloß 4. So. Hallo, Bub. Muss was essen? Nein, ich habe 4 Sticker gefunden. Ja, super. Dann können wir basteln. Ja, super. Ich zeig Ihnen einfach mal, wie ich das mache. Ich habe einen Plan für Sie gezeichnet. Den Steckern's besser gleich ein. Erst erkläre ich Ihnen das und dann schauen Sie ihn in Ruhe an. Sag's Bescheid, wenn Sie den Plan verstanden haben. Ich knabber dabei meine Schwammerl. Ja, frisst du deine Schwammerl. Okay, Bauanleitung. Ich hab ein Puppen. Ich hol da jetzt doch mal, oder? Ein Puppen. Stück. Ja! Passt das so? Ich hab einen Plan angeschaut. Wunderbar. Was Sie jetzt brauchen, ist ein Arbeitsplatz. Hab ich. Das Fassel hinter mir tut's bestimmt. Hab ich gar. Versuchen Sie doch mal, dort ein Puppen zu basteln. Hab ich. Aber nicht so eine windige kleine Handpuppen, sondern einen ordentlichen Pasqualini. Geben Sie mir die Puppen, wenn's fertig ist. Ich hab einen ordentlichen Pasqualini gebaut. Schauen wir das einmal an. Um Gottes Willen. Beinahe hab ich gedacht, Sie hätten beim Basteln an Pasqualini da schlagen und angeschleppt. Was? Wir warten jetzt, bis die Sonne untergeht. So heißt der Typ, den wir so haben. In der Zwischenzeit putze ich uns nur ein paar Schwammerl. Ja, putze ein paar Schwammerl. So, endlich ist soweit. Passen Sie auf, ich erkläre Ihnen nochmal unseren Plan. Sie laufen zu dem Wachen und überzeugen sie davor, dass der Pasqualini und seine Bande gerade einen Überfall vorbereiten und gleich da sind. Wenn sie die 2 Muhackel dann richtig fürchten, komme ich mit der Puppen aus dem Gebüsch. Unser Geheimwort ist Mama. Wenn ich das her, leg ich los. Da zieht's die 2 Hirndappigen sicher die Unterhosen aus, das sag ich Erna. Dann hauen die hoffentlich gleich ab. Und sie können zur Brücken gehen und das Fassel wegrollen. Und dann können sie... was wollen Sie eigentlich? Wo müssen Sie denn hin? Steht er, dass Sie jetzt erst fragt? Da! Die Frau Gschwindner, nicht Gschwindner. Dies ist ganz einfach. Sie gängen auf dem Hauptweg durch den Ort. Mhm. Da sehen Sie das Wirtshaus gleich. Davor stehen aber Bierbänke und da brennt eigentlich immer ein Licht. Ein Wirtshaus heute. Cool, also nicht verfehlen, super, danke. Aber sonst ja vorsichtig. Auch im Ort laufen überall die Wachen umeinander. Ja, super. Keine Ursache. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Was schön, Sie kennengelernt zu haben. Und bitte verzeihen Sie weder am Vater noch die Wachen, dass Sie mich gesehen haben. Sonst sind die Pasqualinis mein geringstes Problem. Das kann ich Ihnen sagen. Ich verpfeife dich schon nicht. Brauchst keine Angst nicht haben. So, Bur. Heute darf ich friss noch eine Banane. Ein Brezen. Bevor ich zu den Wachen gehe, weil nicht, dass ich irgendwie sowas brauche. Halt auf, ich habe noch ein Ding gekriegt. Wir gehen mal auf ein Schaf sehen. Sehr's.
Battle. Konfrontation. Ja, im Himmelswillen gehe ich gemütlich bei denen, plötzlich baue sie vor mir am Wander Räuber auf. Die müssen die Pasqualini sein. Sie sollten umgehend fliehen. Ich habe nur 2 von 3 Argumente. Warum habe ich denn das 2 von 3? Bertel, hat der jetzt Pasqualini gesagt? Hab ich das richtig gehört? Wenn man Zinn und Sofern ist, nicht neben den Pasqualini aus dem Dach am Moos und andere Pasqualini dagegen gibt, sollten wir die Beine in die Hand nehmen und zusehen, dass wir wegkommen. Was glauben Sie? Denken Sie, dass ich lüge? Jungen verraten, nein. Ja, Spinni. Woher weiß jetzt der das? Nicht, dass er uns bloß am Bären aufbinden will. Verstehen Sie nicht, wenn der dünne Kerl mit der hohen Stirn uns in die Finger kriegt, dann werden wir aufgebunden. Der hat fertig ausgeschaut. Der Räuber, die sind da hinten, ganz bestimmt. Ernst, das klingt genauso wie die Beschreibung auf dem Steckbrief. Der muss ihm ja begegnet sein. Versuchen vor den Räuber zu stoppen, können sie den Hinterbliebenen etwas Aussicht. An wen soll ich mir wenden? Ich würde nämlich jetzt gern verschwinden. Oh na, müssen wir wieder. Ah na. Ah, ich habe einen coolen Gegenstand einsetzen. Was ist dies denn? Hallo! Okay, ich hab's so gekriegt. Vielleicht hat er recht. Wir sind nur zu zweit ernst. Wer weiß, wie viele die Pasqualini sind. Zum Schluss haben die wirklich noch Waffen. Eieieiei. Immer her zu meiner Mama. Sauber. Hey, warum sieg ich jetzt denn für die Wegrenner? Ist ja gemein. Jetzt kannst du das Fass zur Seite rollen. Denk du eh nix. So schaut's aus. Ach so, muss ich mich da ducken? Links alt, um mich zu ducken. Ja, hab ich doch gemacht. Wendigkeit, Geschick. Ah, noch mit Bauchgefühl. Wache unbemerkt ausschalten. Lampen ausknipsen? Geil! Ich knips dem Typen die Lampen aus. Lampen sind aus! Okay, jetzt habe ich noch einen da. Du, ich hau dir. Jawoll! Aua, aua. Geh doch her. Fangst du kleine Ohrne. Jawohl. Links der Ohrne, unten musst du aufpassen. Ja, sag mal, du schiffst mich doch nicht, das ist unfair. Sauer, so, jetzt legst du mir einmal hier und jetzt sind deine Lampen auch aus. Wunderbar. Die Blasmusik. Ist geil, oder? Ah, schau mal, ein Sticker. Kann ich mich eigentlich heilen, wenn ich ein Brezen is? Na, kann ich nicht. Bin so froh, dass wir das spielen, aber. Ja, ja. Ist schon wieder so dunkel. Ah, ich glaube, das ist wieder eine Wache. Eine Wache und ein Licht. Ja, du bist mir eine. Kann ich die Bank auch mitnehmen? Ah, nein, da kann ich mich. Da kann ich abwarten. Nein, ich geh. Ah ja, Checkbox kriegt einen Naughty Pack. Okay. Das hört sich so aus, kann man es nicht auf Twitch spielen. Ein Schmarrn. Geh mal, sorry. Na, jetzt geh halt. Neue Wanderroute wurde freigeschalten. Ich möchte jetzt nicht wandern gehen. Ich will auch Streamer-Modus haben. Das ist doch doof. Jetzt
Komm noch mal zu mir. Dann würde ich das Licht ausknipsen go. Ja, was machst du jetzt da? Geh her! Ja, meine Wanderrouten. Jetzt komm halt her! Komm! So wie soll es gehen? Wer bist du, ein Hirsch? Möchtest du jetzt nicht herkommen? Geil, kotze Birnbahn. Licht halt ausknipst, ich lieb alles tun. Haben wir es jetzt? Können wir jetzt her? Na also. Komm her, geh weg, bleib da. Lampen ausknipsen. Fitti. Lampen sind sind aus. Hier, dann gehen wir mal weiter. Arztpraxis haben wir entdeckt. Na, sauber. Ist da irgendwo einer? Das ist aber nicht das Wirtshaus, oder? Na, dann kann die Bierbank davor nicht. Gute Nacht! Ach, das ist Schuhe. Ja, gut. Ich sehe heute schon wieder nichts, weil es so hell ist. Ich sehe da irgendwie keinen. Ich hab gerade dieses Aufgeploppen von dem Wachmann da rechts unten, hat mich gerade ein bisschen irritiert. Der Watschenbaum ist umgefallen, jetzt lese ich es erst. Lampe auffüllen, Lampe leer. Okay. Ah. Ich habe helle Lampen jetzt. Und einen Stecker. Ah, die Lampen geht aus, wenn ich im Busch bin. Oh. Moin. Der Eingang ist sicher im Biergarten. Kann ich mit dir reden? Weil du schaust nicht aus, als warst du eine Woche. Eine Schnapsleiche, jawohl. Du bist ja nicht sicher, ob er das Geräusch noch schnarchen nennen kann, aber ob das schon eher ein Sägewerk ist, das ist ja doppelt wert. Auf alle Fälle schläft der Mann tief und fest. Na gut. Und pupst. Jawohl. Sind da Wochen? Ja. Oh Leute. Geil, Bier. Jawohl. Ein Brezen. Jawohl. Man kann nicht hupfen in dem Spiel, das macht mir ein bisschen fertig. Weißwürst! Geiler Scheiß. Twitch sagt mir gerade eine Zusammenfassung von Augustus von dir. Streamingzeit nur Sekunden. Ja, gut. Ja, sowas. Eingang zum Wirtshaus. Ja, weiter. Der Ort liegt ganz still zwischen Wald und Fluss. Jeder Tier für Atemzug geht das Knirschen von Kieseln unter der Schuhsohlen wird unnatürlich laut. Ein Haus im Innern brennen Kerzen, dieses Wirtshaus. Hier muss nur jemand wach sein. Im Kanal verschickte Nachrichten 0. Ja, sowas. Im Wirtshaus ist eine Stimme zu hören. Ein Mann redet. Danke für den Kaffee, Kathi. Sonst war ich sicher wieder einpennt. Das war's ja. Unter dem Baumpenner, während da ein Mörder rumläuft. Am Ende hätte ich selbst im Schlaf dran glauben müssen. Oh na. Gott sei Dank. Ich bin richtig scheiße in dem Spui. Ja.
Das ist schlecht. Ja. Der Versuch, unauffällig einen Blick über die Blumenkasten hinweg das Fenster zu erhaschen, gelingt im Inneren des Hauses, wischt der Frau die Tische ab. Währenddessen zückt der Moser Jacken an, er ruckt seine Armbünde zurecht, der solche Bünde trug auch die Wachen am Fluss. Er sollte nicht mitkommen, dass hier jemand herumsteigt, es ist besser, sich schnell in der Dunkelheit zu verstecken. Männlichkeit versucht ganz still zu halten, oh na. Weiß nicht, warum wir da jetzt würfeln müssen. Oh, das ist schlecht. Fuck. Der Mann blickt wieder nach links und nach rechts, zügig schritt ins Alter von. Dann kippt der Blumenkopf, der es versteckt ihn sollte, um. In der Eile stand er wohl nicht gut auf dem Boden. Der Mann bleibt augenblicklich stehen und dreht sie um. Ja, und das Mannes Suche, die Dunkelheit habt, da ruft plötzlich die Frau im Wirtshaus. Ja, mei, jetzt ist mir das Tablett aus die Hände gerutscht. Es war schon ein langer Abend. Ich glaube, ich gehe lieber mal ins Bett. Oh, die hat uns geschützt. Sobald er aus der Sicht ist, kommt die Frau herbei. Sie sind der Herr Storderer, von dem der Bürgermeister erzählt hat, oder? Sag's, wie sind's denn da reingekommen? Das ist richtig. Valentin Schmidt, mein Name. Ich nehme an, Sie sind Frau Gschwendner. Tatsächlich, das war gerade nicht so einfach. Jetzt ging es erst mal einer, bevor sie noch einer sieht. Das wird die Burschen gewiss nicht gefallen. Sie nimmt die am Arm, zieht die in den Gaststurm und verriegelt die Tür wieder. Sie wundern sich bestimmt, was da los ist. Normal ist das ja nicht. Auch da nicht. Aber seit zwei Tagen laufen alle umeinander wie kopflose Hühner. Und auf Nacht im Wald ist sie gefährlich, wissen's? Aber mal, wie schauen denn Sie aus? Ein bisschen mitgenommen. Ja, du. Ich habe mich gerade durch Büsche da geschoben. Die Wirtin lässt den Blick von Scheitel bis Sohle wandern. Ah, was redet ihr neuwei? Wie sind Sie dob miert? Kämmers, ich zeig Ihnen Ihr Zimmer. Das ist leider die Stirn auf, zweite Tür links. Morgen in der Früh sollten Sie dann zuerst einmal mit dem Bürgermeister reden. Ich zeig's Ihnen auf der Karte. Das ist nicht dankeschön. Die Zimmertür schließt sich endlich ruhig aus Bett, das war hart, aber das macht das gerade halt auch nicht mehr fett. Bürgermeister! Ja, das ist eine super bayerische Lernstunde für euch, möchte ich mal kurz sagen. Wir gehen weiter. Die Nacht war unruhig und kurz vor dem Wirtshof stand der Sohn unbeirrt auf den eigenartigen Ort nieder. Wie ein Nebel liegt die angespannte Stimmung über dem Dorf. Warum habe ich jetzt auf 10 vom Waschenbaum ist umgefallen? Bayerisch lernen bei Inspektor Schmidt, bitte, okay? Ich liebe die Blasmusik. Geil. So. Morgen. Bäder. Vor dir steht der dünne Mann, offensichtlich der Bäder, der Kellner vom Wirtshaus. Schmidtchen. Ja, ich werde heute Nacht im Bayerisch träumen und selbst meine eigenen Träume nicht verstehen. Schmidtchen. Ich nenne ihn Schmidtchen. Ich wollte gerade aus G. Umschmidt einen Mischnamen machen, aber irgendwie klang der nach Puh. Oh, Schmidtchen. Er schaut freundlich. Ich tat sie gern was zum Wirtshaus fragen. Wegen, wie das hier so läuft mit der Kathi und mir, Monas. Das erkläre ich Ihnen schon. Ja, das ist nett, danke. Die Kathi redet da nicht so gern drüber. Also über die ganze Sache. Das Wirtshaus hat nämlich ihrem verstorbenen Mann gehört. Dem August. Das war keine glückliche Ehe. Aber auch darüber weiß ich nicht besonders viel. Manchmal erzählt die Mama Gschwendner ein bisschen was. Aber die ist auch nicht mehr so ganz da. Sie haben es vielleicht schon selbst gemerkt. Auf jeden Fall besteht die Kathi wieder auf ihren Mädchennamen, seit der August tot ist. Gschwendner.
Der August hat Brauner geheißen. Die Wirtschaft hat er von seinen Eltern übernommen und mit der Kathi weitergeführt. Und ich glaube, das macht die Kathi auch ganz gern hier. Die Leute mengs, ihre Schwammerl sind im ganzen Landkreis beliebt und die hat auch ein Durchsetzungsvermögen. Na, das passt schon mit der Kathi und der Wirtschaft. Aber, und da werde ich Ihnen gewiss nichts Neues erzählen. Als der August nicht mehr war, hatte die Kathi ein Problem. Als alleinstehende Frau arbeiten und dann auch noch in einer Wirtschaft, das ist schon schwierig, nur so einen Laden selber führen. Darüber brauchen wir gar nicht nachdenken. Das war selbstverständlich keine Option. Da braucht schon ein Mann dazu. Eine Frau kann das nicht. Ich war gerade erst nach Wolpertshofen gekommen und hab mir die ersten Tage hier im Wirtshaus einquartiert. Irgendwann bin ich abends mal länger gesessen. Die Kathi und ich sind ins Reden gekommen und am Ende hatten wir eine Abmachung. Nach außen hin führe ich die Wirtschaft. Den Rest macht Kathi. Ich hui für wo ich kann. Auch mit der Mutter. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Kathi hat Unterstützung und kann die Wirtschaft behalten. Und Leute im Ort geben mir Ruhe. Meistens ist ja viel wichtiger, wie die Sachen aussehen und nicht, wie es tatsächlich sind. Auwe, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte, sonst aus der Kathi nicht. Der reißt mir einen Schädel ab. Auwe, Zwick. Da komme ich nur in Teufelsküche. Ich gehe lieber weiter, Orban, bevor ich mich weiter verplapper. Schön war's, Herr Schmidt. Schmidt, angenehm. Peter, nein, nicht Peter, Peter. Du schnabulierst, willst du einen Donut? Du, ich hab da noch so viel zum Essen, aber ich brauch halt was zum Trinken. So, wer bist denn du? Niemand. Okay. Hast du Lust, eine Partie mit mir zu würfeln? Ja, freilich. Wie hoch soll denn der Einsatz sein? Ich hab glaube ich gar kein Geld nicht. Alles klar, bist soweit. Ja, freilich. Schwierigkeit Ewe, Alter. Ja, sauber. Jetzt schon verkackt. Das läuft ja nicht so gut bei dir. Nein. Das war jetzt gar nichts. Wer bist denn du? Auf der Rasse, auf der Wirtschaft drückt du einen leicht angetrunkenen jungen Mann. Babadieri! Hey! Nehmen wir uns! Na? Ah, da bist du ja wieder. Na nicht, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Valentin Schmidt. Servus Valentin, bin der Schorsch. Valentin. Ja, der Schorsch. Was bin ich sehend? Inspektor Schmidt. Frei bin die Kinder zum Lernen, Schorsch. Mit das Kind in Stadt schaut auf dich. Ach, ja. Aha, du bist der beste Mann, wo gibt. Danke. Mua. Mir fehlen aber Informationen. Das ist ein Bittchen, ja. Das Schorsch. Ja, den kenne ich vom Hageln. So. Alter, die Gespräche im Hintergrund, dieses gebrummte Bayerisch. Frau Gschwendtner, bitte auf der Terrasse die Gäste. Guten Tag, Frau Gschwendtner. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Wo finde ich denn... Oh, ich kann handeln. Oh, geil. Finde ich denn den Bürgermeister? Einfach Richtung Osten, durch den kleinen Gang zwischen die zwei Häfen. Ich hab's Ihnen auf der Karte angereizelt. Danke, Frau Gschwendtner. Ich mach mich mal auf den Weg. Das ist ein Krimi, aber wieso? Keine Ahnung. Bis er den Schmidtchen rum und ist brezeln. Brezelt? Ein Schmidtchen ist einem Kompott... Ja, ich bin einem Kompott. Auf der Spur. Was darf ich Erna kurz da herstellen? Kann ich was von Erna kaufen? Weißwurst. Ein Dresdner Bier, Rezept, kleine Brotzeit. Geil. Wie viel habe ich denn? Nennt sie nicht. Kann ich die Weißwurst verkaufen, die was ich bei dir vor der Tür gefunden habe? Stucker Steinpilz. Ah, eure Gießkanne ist kaputt, ja, Sapralotte. In dem Dorf geht alles drunter und drüber. Ja, sauber, zwei habe ich gekriegt, jawohl. Ja, Gesundheit. Da Heuschnupfen, furchtbar auf dem Land, gell. Ja, Kini, ich hab das auch, ey. Von April bis September durch. Furchtbar. Ich kann das nicht. Warum? Schau mal, das pennt eben noch. Arme Sau.
Wirtshaus, jawohl. Ach so, heute. Ich hab da wieder. Da, Ausstrahlung, Scharfsinn, Wendigkeit, Geschick, Physis. Oh, mal Ausstrahlung. Servus. Wer bist nur du? Niemand Relevantes, du auch nicht. Ich hab doch zwischen zwei Hefe durch müssen, oder? Haben das die zwei? Cool, ist mit dem, was da liegt. Jawohl. Ich hab wieder irgendwas kleinen Stoff. Was möchte ich jetzt beim Stoff? Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas nahen kann. Kann ich den mitnehmen? Nein, das ist anscheinend kein Leinenstoff. Ach, sauber. Schau mal her. Da kann ich mich, glaube ich, hier... Ach, schau mal. Wenn ich mich da hier hocke. Und wir bleiben da mal zwei Stunden. Kann ich dann... Na, okay, dann geht es mir auch noch nicht besser. Muss ich ein Bier trinken? Ah, okay. Na. Eine kleine Brotzeit. Okay, verbessert die. Na, ich mein, hat mich da gern heilen. Okay. Geht nicht. Kann ich da nicht? Kann ich mal ein Licht mal? Danke. Was bist denn du? Nix. Oh, da haben wir auch Verflirren herin. Könnte man vielleicht mal öfter durchlüften, ha? Tut sie leidet. Schlossknall. Oh, schon wieder. Jawohl. Läuft ja gut. Jawohl. Gute Kiste aufmachen. Löwenzahn, Leder und ein Ei. Ich nehm's einfach. Sauber. Hammer. Okay, kann ich da durch. Ah, das da hinten schaut doch aus wie so ein Bürgermorst. Ach, das ist eine Kuh. Viehwesen. Okay, das ist anscheinend der falsche Hof, durch den ich durch muss. Ich muss irgendwo anders hier, aber ich hab doch bestimmt eine Karten, oder? Ich glaube, ich bin gerade da. Die haben mir überhaupt keine Kreuzerl nicht gemacht. Blöde Nuss. Oder sagt ihr da? Haus des Bürgers. Ach, da. Und wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach, die, wo ist denn das Wirtshaus? Ah. Da muss ich quasi wieder zurück. Okay. Zwischen zwei Höhen. Ja, wow. Danke. Ich muss da zurück. Da geht's nicht lang. Ja gut, dann gehen wir da auch nicht lang. Was ist das? Nix. Haus Griesbacher. Ja, servus Griesbacher. Warum habe ich denn jetzt 10 Lamperl ausgeknipst? Ich habe doch gar nicht gemacht. Sieht aus wie ein Bürgermeister. Oh, das ist die Kuh. Bei dem Haus des Bürgermeisters triffst du den untersetzten Mob mit runden Bauch. Haben Sie der Bürgermeister? Sie sind daher aus der Stadt, richtig? Das ist korrekt. Gehen Sie mal mit. Schmidt, mein Name. Xaver Griesbacher. Ich bin der Bürgermeister hier im Ort. Sie schickt wahrlich der Himmel. Furchtbare Dinge geschehen hier. Zu solch einer Unzeit. Doch, das ist nicht mein Zwilling, der ist ein bisschen wischiwaschi. Der Polizist weg ist. Der kümmert sich normalerweise um sowas. Wissen Sie? Ausgerechnet jetzt geht's hier drunter und drüber. Alles an dem Hals. Alles so umblären. Solch eine Untat. Nur unserem schönen Dorf. Ja. Herr Grüßbauer, sichtlich aus Atem. Schön langsam mal. Wir sind ganz aufgeregt. Jetzt kriegen wir erstmal einen klaren Kopf. Ich glaube, ich habe noch nie so jemanden so schwitzt gesehen. Sie wollen hier der Bürgermeister sein. Jetzt reißen Sie doch mal zusammen, dann wieder mal das Erste. Ja, Sie haben gut reden. Das war falsch. Dort mag sowas eine Alltäglichkeit sein. Da passiert sowas sicher alle Nase lang.
Aber hier bei uns, in Wolpertshofen, ja. Da hat sowas noch nicht gegeben. Wie soll man denn mit sowas umgehen? Der Schreck sitzt allen noch so tief in den Knochen, das kann ich ja nicht sagen. Guck mal, jetzt mal jemand erzählen, was passiert ist. Ja, aber was ist denn?